Ich war kein mehr. Und wir befinden uns ja jetzt in der Adventzeit. Wer weiß denn noch, was Advent heißt? Antwort? Richtig, Antwort. Auf wen warten wir denn? Jesus. Richtig, auf Jesus warten wir. So, wo sind meine drei? Dreht ihr euch mal so rum. Begegnung im Advent. Da ist in der Kirche. Steht vor einem schönen Bild. Maria ist darauf zu sehen und der Engel. Vor dem Bild brennen einige Kerzen. In der Schule hat Sarah die Geschichte gehört. Seltsam war das. Ein Engel kam zu Maria. Ein Bote von Gott, sagte die Lehrerin. Gott wollte zu den Menschen kommen. Maria sollte ihm dabei helfen. Maria hat ja gesagt, du, Gott, sagt Sarah auf einmal leise. Du, in der Schule habe ich gehört, Advent heißt ankommen. Du willst ankommen in der Welt. Kommst du eigentlich zu allen? Dann wird sie ganz still. Sie schaut in die Kerzen. Weil sie so ganz still ist, spürt sie, was Gott sagt. Ja, ich komme zu allen, immer zu jeder Zeit. Nicht nur im Advent, aber viele lassen mich nicht hinein in ihr Leben. Die Tür zu ihrem Herzen ist für mich verschlossen. Aber, sagt Sarah, dann bist du bestimmt ganz traurig. Was machst du dann? Ich warte, sagt Gott. Davon haben wir ein Lied gesungen, sagt Sarah. Warten auf Gottes Sohn, das ist der Advent. Aber dass du auch wartest, das hätte ich nie gedacht. Dann ist es wieder ganz still. Kerzen vor dem Bild flackern leise. Du, Gott, sagt Sarah. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Meine Tür soll immer für dich offen sein. Dann nimmt Sarah eine von den kleinen Kerzen, zündet sie an und stellt sie zu den anderen. Damit du nicht traurig bist, sagt sie noch und geht aus der Kirche. Nicht drauf. So, geh jetzt ganz kräftig. Warten auf Gottes Sohn, warten auf Gottes Sohn, warten auf Gottes Sohn, das ist der Advent. Warten auf Gottes Sohn, warten auf Gottes Sohn, jetzt auch noch überlegt, was wir denn tun können, damit Gott zu uns kommt. Einer von den anderen Kindern eine Idee, sonst frage ich nämlich hier unsere. Amelie. Beten, ja. Hier. Durch den Glauben an den lieben Gott bin ich immer bei ihm und handle. Und mein Herz ist für ihn offen. Mhm. Wer möchte noch? David, ja? Wenn wir jeden Tag beten und an Gott glauben, kommt er zu uns. Mhm. Leonie? Schön laut. Beten für die Eltern. Für die Eltern beten, auf die Eltern hören. Nicht lügen, für Gott beten, keine Schimpfwörter sagen.
Leben. Zimmer aufräumen. Zimmer aufräumen. Oho. Was keine Lust macht. Was keine Lust macht. Gut. Ja. Hat noch jemand eine Idee? Du? Wolltest du noch? Ja, das sind eben unsere Technikprobleme. Caroline, kannst du auch was sehen? Ja? Kannst du denn noch einen erkennen? Nee? Gut, wer hilft mal? Wo ist das? Wenn du zoomen. Ist das da liegen? Ja. Ja. Laura, da oben. Wie kennst du denn da auf dem Bild? Maria und den Engel, ja. Wo die drei uns die Geschichte von vorgelesen haben. Ne? Oh, ich stand hier im Bild, Entschuldigung. Und die vielen Terrassen. Ja. Und so wie Maria eben auf Jesus wartet, so warten wir auch wieder in diesem Jahr auf Jesus. So, zum Schluss singen wir jetzt das Licht einer Kerze. So, jetzt. Ja, sonst kann man die Musik nicht hören.